Und herzlich willkommen zu einer neuen Packtour auf unserem Kanal, beziehungsweise Packtour-Bewerbung. Und wir sind heute bei Adventure World von Sonic, der uns diesen Park als Parkbewerbung zugesandt hat. Mal wieder, ich glaube, es müsste mittlerweile schon der fünfte Park sein. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern die ganze Crew ist mit dabei. Sagt mal schön Hallo hier. Hallo. Ich bin auch dabei. Ja, gut, okay, das hat ja richtig gut funktioniert. Finde ich ja richtig klasse. Das stimmt mit euch nicht. Ich dachte, Rick fängt an. Ich wusste die Reihenfolge auch nicht. Ach so, okay. Ja, gut. Ansonsten. Adventure World! Ja, los! Ja, kurze Beschreibung gibt es auch dazu, die lese ich mal kurz vor und die geht wirklich sehr schnell heute. Er schreibt dazu, dieser Park ist sehr groß und bietet mit den Bereichen Wild West, Horror Valley, Chinatown und Pirate Coast jede Menge Abenteuer. Ich bin mir bewusst, dass nicht überall alles bepflanzt ist und bitte seht dies nicht als Kritikpunkt. Natürlich nicht. Machen wir nicht. Wollen wir natürlich auch nicht so machen. Und ja, eine Sache aber noch kurz vorab. Wir hatten uns mal unseren Kanal genauer angeguckt jetzt die Tage und uns ist aufgefallen, dass wir tatsächlich viele Nutzer ohne Abo haben. So knapp 80%. Das ist aber einige. Wenn du der eine bist, der vielleicht nicht den Abo-Button gedrückt hat, wäre doch super cool, wenn du uns kostenlos einen da lässt und natürlich auch ein Like, wenn euch diese Packtour auch wieder gefallen hat. Und ansonsten, klar, bleibt alles wie immer. Discord könnt ihr auch gerne vorbeikommen, da seid ihr auch herzlich willkommen. Und wenn ihr natürlich auch euren Park präsentieren wollt, dann gerne auf Discord vorbeikommen. Unter Parkbewerbung, ob Planko 1 oder irgendwann später Planko 2, könnt ihr beide Teile uns schicken. Oder von dem jeweiligen Teil den Park schicken. Und beim Planko 2 gilt ja auch schon die Konsolenversion. Wenn das funktioniert, zeigen wir natürlich auch Konsolenversionen. Warum denn nicht? Ja, wenn es die Option gibt, machen wir das natürlich auch. Also kommt rein in Discord und seid mit dabei. So viel dazu schon mal gesagt. Jetzt muss ich kurz nochmal umswitchen. So, jetzt hier. Aber jetzt gehen wir hier rein in die Adventure World und schauen uns diesen Pack mal genauer an. Ja, wir haben ja schon mal ein paar Videos von Sonic gezeigt. Die verlinke ich mal unten in die Videobeschreibung und dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Und da muss man wirklich sagen, der Sonic ist echt eigentlich ein recht guter Bauer. Ja, würde ich auch sagen. ich meine jetzt nicht Bauer mit, also Erbauer, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, da habe ich voll falsch verstanden. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja. Jetzt hat es Kling gemacht. Ja, Kling-Kling. Kegeling-Ling. So, dann haben wir hier Eingang, ne? Ist so eigentlich so, ja, will jetzt nicht sagen 0815, aber so, ja, also. Da könnte jetzt halt alles kommen, ne? Ja, genau. Könnte jetzt alles kommen, ne? Wir haben ja vier Themenbereiche. Ich bin sehr gespannt. Und wir gehen jetzt einfach mal hier rein und. Hallo Besucher, wir geben euch eine Gratis-Tour durch die verschiedenen Welten. Viel Spaß in Adventure World. Vielen Dank. Dasselbe hat er nochmal in Englisch stehen. Das lese ich aber jetzt nicht vor. Der Park ist zu, kann das sein? Ist nämlich gar keiner hier. Ne, ist gar keiner hier, ja, tatsächlich. Oh ne, das sind alles. Das sind alles Mitarbeiter. Die arbeiten alle für uns, die Leute, da. Ich weiß nicht, ist immer. Ja, der ist zu. Ja, dann machen wir den mal auf, ja? Ja, lass mal ein paar Leute rein. Ajo. So, dann erwartet uns hier direkt mal Chinatown, würde ich sagen, das stand mal direkt mal, ja? Ja, wenn schon direkt hier vorne ist, ne, dann nehmen wir Eingang, mit. Ne? Sehr schöner Eingang. Ich mag das Thema ja, auch gerne. Ich finde den Weg hier ganz hübsch. Ja. Der lange, toll. Gerade Weg. Also das hier haben wir cool. Auch Zeitenwechsel, also es wird halt automatisch dunkel, das lassen wir mal so dabei. Mhm. Das ist echt eins von diesen Themen, die ich irgendwie nicht geschafft habe, im Spiel mal selber zu bauen, aber ich hätte es echt gern gemacht. Ganz ehrlich, ich tue mich da aber richtig schwer mit, ne? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gemacht. Nee, ich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe schon gemacht. Du hast alles, glaube ich, schon gemacht. Ich habe alles schon gemacht, ja. Muss man ja so sagen. Ja. Dragon. Chinese Umbrella, Restaurant Ling Bao kommt mir ein bisschen bekannt vor und Pagode.
Gehen wir doch einmal mal. Hat schon mal gehört, glaube ich. Pagode hört sich für mich an wie ein Flatride. Ja, wenn du es auf eine Attraktion beziehst, schon. Also Pagode, dieses, weißt du, dieses Rondell. Rondell, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Das hört sich für mich nach Pagode an. Bin mal gespannt, ob ich recht habe. Dragon, Eingang. Das sieht doch nach einer Achterbahn aus. Ja, Dragon ist immer eine Achterbahn. Dragon. Und das ist wahrscheinlich auch eine Kinderachterbahn sein. Kitty Coaster. Aber sicher. Wir zum Glück haben wir den Kitty Coaster Meister dabei. Mm. Der kann dann nämlich. Oh, hier ist sogar auf verschiedenen Ebenen gebaut. Ja. Das ist toll, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Achso, die Attraktionen sind auch alle zu, gell? Hat der jemand an Performance gedacht? Möglich. Muss ich gleich mal öffnen, weil ich habe auch den Eingang angemacht. Bleib mal vorne sitzen. Sehr untypisch. Ja, aber ich habe die Kameraeinstellungen, von daher geht's eigentlich, finde ich. Also, gut. Ich bleib jetzt dabei. Fertig. Ja, noch gut. Oh, schön. Find's richtig hübsch. Ja. Schön, ja, unter der Brücke durch. Klasse. Ja, war ein hübscher Fleck da. Stimmt. Ich glaube, die fährt sich echt angenehm, ne? Und das ist auch wirklich was, da können die da mitfahren. Ja. Das auf jeden Fall. Finde ich auch. Also, finde ich eigentlich so ziemlich optimal als Kiddy Coaster. Definitiv. Aber die Brücke, ja. Da. Sind wir da drüber gelaufen? Nee. Nein. Noch nicht. Noch nicht, stimmt. Aber voll schön hier mit dem Wasserfall. Mhm. Das ist ein schöner Blick. Schön, schön, schön. War eine Topbahn. Ich fand auch die Warteschlange echt schön. Ja. Gab viel zu sehen auf jeden Fall. Oder machen wir mal auf. Entschuldigung. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Wo sind wir denn vorhin rein? Hä? Bin schon los. So, da sind wir rein. Kommen wir ja ganz woanders raus. Nee, ich will mal hier weiterlaufen. Sonst verlieren wir uns, glaube ich, wirklich. Ja, ich glaube auch. Ja, wir müssen das wirklich Bereich für Bereich machen halt. Ja, absolut. Wird ein Vierteiler. Das Augengang. Richtig, das ist auch ein Gang, ja. Chinese Umbrella. Ich glaube, ich liege schon falsch. Ich glaube, das ist das Rondell. Ich weiß nicht. Wobei, sehen tue ich noch nichts. Ne, ist zu. Na ja, wir machen auf. Auch wieder alles schön. Ah, so, okay. Der Name passt. Ja, der Name passt auf jeden Fall. Machen wir auch mal auf. So, haben die Mitarbeiter auch was zu tun. So, hier. Aber auch schön mit dem Gebäude. Geld, ja. Ah, Gott. Frosch im Hals. Ich finde, das Gebäude im Hintergrund passt auch voll gut dazu. Mich stört das auch gar nicht, dass er das komplett in Gelb gemacht hat. Mit so ein bisschen Weiß. Das hat so ein bisschen Kontrast, das hebt das wieder so ein bisschen. Das wäre das Einzige, was mir so aufgefallen wäre. Ich find das Gelb an sich nicht verkehrt, ich finde es so ein bisschen zu grell. Ja, aber es betont nochmal was anderes, ne? Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, es ist nur erstmal ungewohnt. Soll eine Sonne wahrscheinlich auch sein, ne? Das könnte natürlich sein. Wir wissen es nicht. Vielleicht in einem Kommentar. Sind wir auch sehr, freuen wir uns auch immer sehr drüber. Also, über Kommentare, ja. Gerne mehr schreiben. Gerne mehr schreiben, ja. Vollschreiben. Einfach mal vollschreiben. Ja, schreibt so lange Kommentare, bis da keiner reinpassen. Ja, genau. Mal sehen, wie viel. Das wäre mal eine Challenge. Wie viele Kommentare schafft man unter einem Video?
Jetzt seid ihr gefragt. Und wir müssen alle beantworten. Hier ist der Ausgang von Pagode. Wo? Oh. Wo ist der Eingang? Der Rosa abgebahnt. Achso. Ich lieg falsch tatsächlich, glaube ich. Das könnte die Achterbahn sein, ja. Das könnte die Achterbahn sein. Oh. Wirklich schön. Also, Chinatown gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, wenn das so anfängt, dann kann es eigentlich... Bis jetzt habe ich auch noch keine leeren Grünflächen gesehen. Ist doch alles voll überhoben. Guckt mal, ich habe doch recht. Ha. Pagode ist natürlich dieser Aussichtsturm oder Flatride oder wie auch immer. Der dann einmal in die Luft steigt. Und das, ich finde, das ist aber auch immer so ein Riesenteil, gell? Ja, ist schon riesig. So schrecklich. Schon sehr außergewöhnliches Fahrgeschäft. Ja. Absolut. Die Flatrides oder so bei Planko 2 wurden nicht gesagt, dass man die auch kleiner machen kann oder so, ne? Nee. Ich glaube, die kannst du, glaube ich, nicht skalieren. Skalieren, das Wort war es. Aber du kannst die Texturen von denen ändern. Ja, die Texturen halt ist klar. Die Frage ist, ob man wieder nur 4 Meter Wände hat oder halt auch kürzere. Das wäre auch eine Frage. Ja. Weil klar, man kann skalieren, aber halt, ne? Ja, es ist ein ganz guter Punkt, ob du halt nur gleichmäßig skalieren kannst oder auch in anderen Dimensionen. Ja. Ne? Gut, dass wir doch nochmal zurückgegangen sind an den Eingang, weil hier ist nämlich die Brücke. Ja. Und hier war dann auch irgendwo der Ausgang dann von der Achterbahn. Ich meine hier irgendwo. Ausgang. Ja, hier. Hier ist der Ausgang. Achso, ja, okay. Hätte man das Ganze ja verpasst. Und dann ist hier wieder... Ich weiß es nicht. Aber wir gehen erstmal da hinten weiter. Weil da steht nämlich die große Brücke. Ich weiß nicht, was man hier so sehen kann, aber wir gehen jetzt erstmal zu Dojo Quest. Dojo Quest. Also ich mag das wirklich sehr. Überall Pflanzen, überall ist irgendwas. Also ich finde das richtig geil, dass du diesen Weg langläufst, auf diesen Berg zuläufst und auf dem Berg was drauf ist. Geh mal ein Stückchen zurück, über den Weg, den du gerade gekommen bist. Ja, aber du siehst immer Hand. Ja, perfekt, genau das meine ich. Jetzt müsstest du nochmal sagen, ich finde das faszinierend, dass du über den Weg läufst. Und, ich bleib doch zurückgespult, Mann. Nee, stimmt, ja. Der Drache, der da aus dem Felsen rauskommt. Habe ich tatsächlich übersehen, aber deswegen ist das ja immer gut, wenn mehrere dabei sind. Hast du das Boot neben dir gerade gesehen? Ja, habe ich gesehen. Das ist auch nicht so schlecht das gebaut. Das sieht selbst gebaut aus. Hm. Ich habe das gesehen, nur ich wollte noch ein bisschen weitergehen, weil von da die Sicht ein bisschen komisch war. Aber es sieht doch schön aus. Mit ein paar Lebensmittel drauf. Ganz toll. Hier ist dann noch der Steg dazu. Oh, schöne Ecke. Schöne Ecke. So, große Brücke. Was haben wir hier auf dem Schild? Nix. Da ist was wohl vergessen. Oder auch nicht. Oder vielleicht macht er ja noch weiter. Ein Topspin. Dojo Quest ist der Topspin. Ja, auf dem Hof vom Dojo. Macht Sinn. Ja, absolut. Auch wieder schön reingebettet. Mhm, thematisiert. Bisschen customized auch das Teil. Ja. Mit dem Drachen deiner Seite. Genau. Machen wir auch auf. Mal gucken, wann mein PC anfängt zu lecken. Das sind ja heiße Temperaturen im Moment. Und ich mache ja alles auf. Die Leute rein. Wie lange denn schon? 430? Nee. Boah, dann fahren wir es wahrscheinlich bald. Och, ja. Maximal 2000 und ich kann hier nichts machen. Achso, ich muss erst zumachen. Aber 2000 reicht ja auch. Das sollte. Gut, Flying Dojo, große Brücke, geht's hier wieder nach links. Irgendwie vermisse ich den Eingang von der Achterbahn, aber ich glaube, die ist ganz woanders. Pagode, Dragon, Flying Dojo, haben wir alles gesehen. Dann gehen wir mal über die große Brücke. Mal gucken, was wir da so sehen. Also ich bin jetzt schon verloren. Ich nicht, deswegen bin ich ja dabei. Ja, das ist gut. Da sieht doch schön aus.
mal einen schönen Blick noch auf die Achterbahn. Aber du wolltest wirklich, dass der Park sehr sauber bleibt, ne? Wie lange denn? Ja, hier ein bisschen zu sauber, ne? Tritzelt mich jetzt hier. Kann man gar nicht sehen, ne? Ah, guck mal den Balken nach, wie klein der ist. Ja, ja. Eieieiei. Kann man gar nicht sehen, ne? Die Anzahl, oder? Nee. Übersicht. Ah, doch, da. 106 Hausmeister. Hui. Ja. Ja, die braucht der Park. Also, ich habe noch nichts am Boden gesehen. Ich hatte auch noch keine Leute drin. Ja, das stimmt. Long. Das ist bestimmt die Achterbahn. Die sah zumindest ziemlich long aus. Wegen, ja. Also, ich muss noch mal kurz Revue passieren lassen zu dem Text auf Steam. Wegen fehlender Bäume oder so. Also, bisher sehe ich keine fehlenden Bäume. So, es ist ja auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir den Boden überhaupt schon mal irgendwo gesehen haben. Das ist alles so zugebaut. Ja, das stimmt. Oh, schöne Q-Line auch, sehr einladend. Hm. Decke ist vielleicht ein bisschen niedrig, ne? Aber jo, schön ist das. Es ist auf jeden Fall passend, finde ich, trotzdem. Man hat Platz. Das stößt den Kopf auf jeden Fall nicht her. Außer vielleicht Mitaro mit seinen 2,20 Meter. wenn er seine Plateauschuhe anhat. Ja, wenn ich meine High Heels anhab, dann bin ich schon so groß, ja. Also Prinzessin Taro darf hier nicht rein. Nee. Ah, sehr gut. Ah, herrlich. Ja, es ist auf jeden Fall eine Achterbahn. Hast recht. Ohne Scheiß, wenn wir irgendwann größer werden, dann werde ich auf jeden Fall ein Merch rausbringen. Ah, nee, doch nicht. Ja, das finde ich gut. Gefällt mir. So, zweite Achterbahn. Long. Hui. Oh, das ist ein Gigacoaster, hä? Oder Megacoaster. Oder wie auch immer sich das schimpft. Langer Coaster. Es ist ein Long Coaster. Spur mal vor. Die neue Rubrik, oder was? Alter. Da ist ja noch ein Tempel. Das ist das ganze Gebiet nur für die Achterbahn hier. Junge, 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 Junge. Aber ich finde das Tempo super. Mhm. Hey, überall Bäume. Ich sehe immer noch keinen Boden. Ja, gucken wir uns gleich dann natürlich genauer an. Das ist ein cooler Ausblick. Ja. Das ist eine coole Kurve, ja. Die gefällt mir. Mhm. Stimmt Spaß. Ja, war auch nicht zu lang jetzt tatsächlich, ne? Für so einen Achterbahntypen. Okay. Eigentlich total ideal und absolut voll in Ordnung, auch vom Tempo her. Fand ich es richtig super. Tatsächlich. Oh, ist auch alles clean hier. Cool. Cool, cool. Viel Hangtime wahrscheinlich, ne? War jetzt der ausschlagende Punkt wahrscheinlich für den Spaßfaktor. Gut, dann schauen wir uns mal den Berg hier an. Ja, dieser ganze Drache ist mal gar nicht. Also, ich habe ihn gar nicht so richtig wahrgenommen. Nee, tatsächlich nicht, ne? Aber dann guckt er halt nur hier so raus, ne, aus dem Berg. Sonst. Das ist wie so ein Wurm im Apfel. Ja, genau. So ein Drachenberg. Dennoch, sehr coole Idee. Gar keine Frage. Ja. So. Hier waren wir nämlich noch nicht, glaube ich. So, hier waren wir auf jeden Fall an der Kreuzung. Wenn du das sagst. Ausgang. Da ist was drin. Ah, das ist ein Flying Dojo. Ach, deswegen auch das Gebäude. Jetzt verstehe ich auch. Ich habe mich schon am Anfang gefragt, okay, warum baut man so ein hohes Gebäude in Chinatown? Ich meine, okay, die gibt es ja auch, ne? So diese... Ja, es gibt Türme. Hätte super gut als Name auch so gepasst, ne? Wo? Bei dem Teil hier.
Bei dem Teil hier. Ich habe nur die Hälfte, glaube ich, verstanden gerade. Da hätte der Name Pagode auch zugepasst. Ach so, ja. Ja, hätte auch gepasst. Das stimmt. Dann kann man hier sich ein bisschen was zu essen holen. Sushi natürlich, Getränke, Toiletten sind da. Wunderschön. Kannst du reingehen, kannst rausgucken. Genau. Was hat jetzt dieser Turm hier? Was war jetzt hier nochmal gewesen? Das war, glaube ich, nur Deko, oder? Der ist einfach nur schön. Der ist einfach nur schön. Achso, ja genau, das war der auf dem See. Genau. Ne, wir sind noch hier komplett dabei. Wir sind noch komplett dabei. Prima. So, hier sind wir ja auch schon lang gelaufen. Oder war das eine andere Ecke? Ne, große Brücke, genau, hier waren wir schon. Okay, ja, hier ist das Schiff. Ja, okay. Ich bin wieder da. Hier ist der Ausgang gewesen. Ja, aber ich glaube, wir haben den Bereich gesehen. Long, hier war der Eingang zur Achterbahn. Long. Genau. Hier sind wir auch schon dran vorbei an dem Ding. An dem Geldautomaten. Und dann haben wir alles hier durch. Dann ist Chinatown hier durch. Also, man kann quasi so im Kreis laufen. Finde ich ganz cool. Wäre jetzt nur schön gewesen, wenn man jetzt von hier durch den Berg irgendwie nochmal auf die Main Street quasi kommt. Finde ich jetzt noch cool, dass man so einen Weg abschneiden kann. So muss ich natürlich aus Chinatown raus. Und das war Teil 1 von dieser Parktour. Nein, Quatsch. nein, geht weiter. Aber falsch ist er trotzdem nicht, ne? Oh, warte mal, da geht's doch noch. Nee. Das ist Hobbiton Town. Ei. Oh ja, das ist wirklich Hobbiton Town. Guck mal, ich habe ein Easter Egg gefunden. Nur hieß unseres halt nicht Town, sondern Lake, ne? Ja. Falls ihr nicht genau wisst, was wir meinen, kommen Universal Studios, findet ihr auch bei unserem Kanal. Seid ihr herzlichst willkommen. So, dann unser erster gemeinsamer Park. Hey. Unser erster gemeinsamer Park. Nicht von uns dreien, aber insgesamt 7, glaube ich, oder 8 waren wir. Waren quasi Contest Park, mehr oder weniger. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und unser nächstes Projekt ist ja Bella Italia, falls ihr das noch nicht mitgerichtet habt. Der ist auch schon so gut wie fertig. Er ist fertig. Er ist fertig, ja, okay. Ich habe das Gefühl, es dauert in jedem Video. Nee, es dauert eben nicht, weil, also ja, Videos, aber ich habe ihn fertig gemacht. Ach, hast du alles Ich habe alles rüber geguckt, alles, was flog, habe ich weggemacht, alles, was durchgeglitscht ist, ist weg. Ich habe die Minimap gebaut. Du bist ja ein geiler Typ. Schilder habe ich überall hingemacht. Ja. Richtig gut. Danke. Ich bedanke mich sehr bei dir. Ja, gerne. Und dann ist der Parksachen doch fertig. Und ja, die Parktour wird aber noch ein bisschen dauern, bis sie kommt. Erst müssen wir die ganzen anderen Videos noch hochladen und fertig machen. Und dementsprechend geht es dann erst weiter mit der Parktour. So, Wild West. Damit wir diesen Park hier nicht jetzt vergessen, gehen wir jetzt mal in den Wilden Westen. Von Chinatown in den Wilden Westen. Also aber direkt anderes Thema. Sind wir doch direkt zu Hause, oder? Im Wilden Westen. Ich lieb's, das ist so immersiv. Das ist einfach bis zum Horizont nichts anderes als in einem Bereich. Ja. Rodeo, Eingang. Natürlich, der Klassiker. Das Fahrgeschäft, das darf nirgendwo fehlen. Das ist immer ätzend, ey. Da müsste es eine andere Tastenkombination geben oder so. Für dieses Menü. Also einstellen. Wie kann ich einstellen? Ach so, die Tastenkombination meinst du? Ja. Ja. Bei Planko 2 mache ich das. Wobei, wenn ich jetzt hier so die Vogelperspektive habe, ne, mit dem Laufen und so. Ja. Müsste es auch nur einfach einen Knopf geben, wo ich sage, wie zum Beispiel jetzt hier in dem Fall T und alles ist weg. Macht das nicht viel mehr Sinn? Was heißt denn alles ist weg?
also jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich das jetzt mache, so, und ich will jetzt hier weiterlaufen, ja? Ich habe ja T gedrückt. Ja. Dann habe ich aber unten noch meine ganze Menüleiste. Ja. Und wenn ich die weg haben will, muss ich ja STRG, Shift drücken und G, dann ist die weg. Richtig. So, und wenn, jetzt, wenn ich aber jetzt nur T drücke, dass die dann automatisch weg wäre, das wäre cool. Ach so. Ne? Es gibt doch, glaube ich, auch Doppelbelegen, glaube ich, oder nicht? Weiß ich nicht. Das habe ich nicht ausprobiert. Weiß ich nicht. Kommt immer darauf an, was man machen möchte damit, ne? Manchmal ist es ja auch gut, diese T-Kombination zu haben, während man baut. Oh, Crazy Mine. Crazy Mine, da kommen immer schöne Gefühle auf. Hansapark lässt grüßen. Oh, wow, ja, wow, die ist nicht so rückenschonend, ja, muss man schon sagen. Mm. Ah, richtig schön hier. Hier entlang. Nein. Nein, und ich habe echt gedacht, das wäre jetzt hier so ein, ja, Crazy Mine halt, ne? So ein Bobsled Coaster. Es ist ja eigentlich oder genau die Achterbahn, die der Name auch ist. Ne? Ja, stimmt, hast du recht. Aber bevor wir jetzt fahren, hier ist natürlich auch ein schöner Wartebereich, ne? Bevor wir fahren, hier ist übrigens der Ausgang. Wir fahren wieder raus, ja. Na, jetzt sieht doch klasse aus hier. 1, 2, 3, 4, 5. Nur weil er weiter so seitlich sich neigt, magst du den Fahrtyp nicht? Ja, grundsätzlich mag ich den nicht, nein. Ich mag's nicht einfach. Ich mag's nicht. Ich kann mir eigentlich schon vorstellen, so in echt ist das bestimmt ganz cool, so gefahren. Oh, nee. Och, nee. Nee. Die kann von mir aus schnell sein, hoch sein, alles Mögliche, aber nicht so, nee. Da kann ich mich auch in eine Schaukel setzen. Also jetzt nichts gegen den Erbauer, sag ich jetzt mal, der das hier sich gedacht hat. Das passt ja auch zum Thema, gar keine Frage, aber nee, ich mag diesen Achterbahntypen einfach nicht. Ich mag den einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich finde ihn cool. Ja, ja. Ist ja okay. Hä? War es da schon? Ach so. Ach so, ich dachte. Ach so. Okay, die war wirklich kurz. Die war kurz, ja. Aber schön thematisiert. Ja, auf jeden Fall. Das richtig war. Klasse. Richtig klasse. Ich freue mich übrigens schon auf den Piratenbereich. Das ist ja so mein Ding. Ja, guck mal, da haben wir das nächste, was irgendwie anders von uns nicht mag. Und wir haben tatsächlich auch einen kompletten Piratenpark als Bewerbung gekriegt. Mhm. Freue ich mich auch schon drauf. Weiß gerade den Namen nicht, aber kann ich ja gerade hier gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Von. Das ist. Ja. Warum mache ich das denn jetzt hier so? Das ist doch nicht jetzt normal, ey. Von Rappe. Rappe X77, ja. Der hat uns einen Piratenpark geschickt. Und da sind wir mal gespannt. Wird auf jeden Fall auch bei uns auf dem Kanal zu finden sein irgendwann. Allerdings sind die anderen erstmal dran, die schon vorab die Parkbewerbung geschickt haben. Müssen wir noch gucken, wann wir das zeitlich überhaupt hinkriegen. Aber mir gefällt das Thema hier so richtig gut, ey. Ist richtig toll. Ich find's sehr schön. Guck mal, wir sind genauso schnell geflogen wie mit. Ja, ich hätte auch noch ein bisschen länger fahren können. Ja. Ja, ne, für mich hat's eigentlich gereicht. War eigentlich top. So, gute Länge. Sehr gute Länge. Hier, das ist meins, ne? Hier so was. Das ist so. Das ist eine Achterbahn. Oder hier dieser Pelikan, diese Pelikan-Achterbahn da, das komische Ding. Nee. Das ist dasselbe Konzept. Ja, genau. Gehen wir mal zum Canyon Runner, ne? Hab ich das jetzt noch richtig? Ja, Canyon Runner, genau. Gott, wir reden über Themen, ey, das ist ja echt unfassbar. Wir konzentrieren uns doch gar nicht auf den Park. Das hast du jetzt erwartet. Ja, das stimmt. Wir haben ja so einen halben Podcast.
Podcast. 11 rein. Und das ist auch schön, dass du nummeriert sind. Kleines Detail. Ja. Auch wieder schöne Deko hier überall. An alles gedacht. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Holzbalken, die direkt über den Kopf hängen. Was? Oh, ist so ein Seil dran. Alles gut. Ja, das eine Seil mit dir halten. Wir hatten gerade eben bei der Minenachterbahn keinen Lift, oder? Doch. Echt? Ja, doch, ein kleiner war drin. Ne? Hm, okay. Sprung das Ganze hier vor. Dann hab ich nichts gesagt. Holzachterbahn, auf geht's. Und die Hände hoch. Kann ich sie wieder runternehmen? Achso, alles. Nein. Nein, ist noch nicht zu Ende. Okay. Über so ein bisschen Deko, jetzt kannst du es auch dann. Ja, gerade so ein leichtes 5D-Erlebnis. Weil ich ja mit der Auto vor mir und dann kam der Fahrtwind so, weißt du? Ah, okay. Ja. Voll gut. Ja, hat Spaß gemacht. Wir machen alles möglich, ja, auf jeden Fall. War auch sehr schön. Ah, ich mag das Theming hier sehr schön. Ja. Die so in so einen kleinen Berg irgendwie so. Keine Ahnung. Ich mag die Farbe. Dieses rotbraun irgendwie. Passt super gut da rein. Ist gut gewählt, ja. Es hält halt überall noch so ein bisschen über irgendwo ein Wasserfall. Da. Zählt dein Schatz? Schöne Ecke. Wo? Ja, wahrscheinlich erst Piratenbereich, ne? Ja, bestimmt. Bestimmt. So, und dann war hier noch so ein Mississippi-Dampfer. Da. Ja. Seitdem du das gebaut hast, kann ich das Ding nur als Restaurant sehen. Ja. Das ist doch gar nicht wahr. Das war der Ausgang von der Mine. Crazy Mine. Habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen, dass da ein Restaurant drin war. Ich glaube, das war Dennis der Erste. Nee, das stimmt nicht. Nee? Hast du die Idee geklaut? Nee, ich habe die nicht geklaut. Ich habe mir ein Tutorial-Video angeguckt, was mal irgendwie so, was man so machen kann bei Planko. Und da kam dieses Mississippi-Schiff auch und dann hat er gesagt, ja, man kann sogar hier in dieses Mississippi-Schiff so ein Gebäude reinmachen, also so ein Restaurant oder was auch immer, kann man da reinbauen. Ja. Das geht. Das würde funktionieren. Ja, dann habe ich mir gedacht, passt doch voll gut bei mir in dem Bereich und dann habe ich das einfach so gemacht. Nicht schlecht. Ne? Das erfahre ich jetzt erst nach 2 Jahren, aber gut. Ja. Du hast ja nie gefragt. Nee, der 3 mittlerweile schon. 2 ja noch. Ja, 21, Hauptsache. Gell? Oh, Alter. Wow. 21 war das, ja. Boah, wirklich schöner Bereich hier, ne? Gefällt mir richtig gut. Mm. Schön weitläufig. Überall ist was, alles schön umzäunt, überall Geschäfte. Na gut, hier ist ein bisschen viel Geschäfte. Also hier ist von allem irgendwas. Lustig. Das hier ist echt lustig. Toilettes. Meint ihr, hier stehen genug Bäume? Ja, absolut. Für den Wilden Westen auf jeden Fall. Schon viel zu viele. Auf jeden Fall. Oh, schön. Oh, ein Lager, schön. Oh, das ist auch ein schönes View-Bild hier. Hübsch. Sehr, sehr hübsch. Und da oben ist noch irgendwas. Ah, die das Achterbahn. Das war deine Lieblingsachterbahn. Genau, meine Lieblingsachterbahn. Riesenrad darf natürlich nicht fehlen. Sehr schön. Ein wirklich sehr schöner Bereich. Haben wir eines gesehen? Mag ich sehr, ja. Also bis jetzt habe ich nichts, was zu meckern war. Also. Nö. Schon top Park. Oh, wir haben selten super Park bis jetzt. Wir haben selten mal was zu meckern. Wir kriegen ja auch noch die besten Parks eingesendet. Das stimmt. So schaut es nämlich aus.
Ihr seid die Besten. Nicht wir, ihr. Oh, ich würde den gerne als letztes sehen. Wie lange sind wir denn schon dran? 35 Minuten. Gut. Passt doch. Läuft doch gut. Oh, Horror. Horror. Ja, warte mal. Oh. Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Wo sind ich? Ey, drauf drücken, Tommy. Okay, wir gehen jetzt mal rein in Horror Valley. Woo. Ich hoffe, hier ist ein Dark Ride. Das wäre natürlich was Interessantes. Okay. Das Boot geht unter. Oder? Weiß ich nicht. So, wir haben zwei Skeletts. Das eine Skelett umarmt den anderen. Das sind schöne Details. Ja. Auf jeden Fall ein Coaster. Ausgang. Horror Train. Horror Train. Okay. Zum Bahnhof. Hübsch. Fahrt bei Nacht. Machen wir doch. Cool. Das sieht cool aus. Ich habe direkt beim Dunkel gemacht. Direkt. Horror muss immer dunkel sein. Das Wort Horror hat schon gereicht, ne? Ja. Hier ist auch noch einiges los hier. Die Musik gefällt mir auch im Hintergrund. Passt sehr gut. Ja, stimmt. Ich hoffe, das ist eine Achterbahn und jetzt nicht schon direkt. Ja, das ist eine Achterbahn. Ich sehe es schon. Krokodil. Gruselig. Ich wollte es nicht aussprechen. Ja, bist du gegruselt? Ja, total. Oh. Ich habe das Krokodil gesehen. Ich so, oh, gruselig. Der spricht so aus. Ja, schön. Ja, gut, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall mal. Da müssen wir da hinten auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, so. Sowas von. So. So. Hauptsache hinten. Hauptsache hinten. So, Dame nach oben. Bin mal gespannt, was hier uns erwartet. Also, ich finde schon mal toll, dass überall Kisten stehen. Das gefällt mir. Ja, ich finde es tatsächlich gut, dass er überall gedacht hat bisher, wenn wir durch den Berg gefahren sind, dass überall diese die Halterungen, diese Stützen da halt überall sind, ne? Mhm. Ey, wieso wird's jetzt hell? Jetzt ist es wieder dunkel. Da war ein Timer drin. Okay. Ich habe nichts gemacht. Ich hab extra dunkel gemacht. Stand ja auch, Fahrt bei Dunkel. Auf jeden Fall fährt der Zug durch ein ganzes Horrorgebiet. Wie so eine. Das war's schon. Wie so eine Bereichstour irgendwie. Ne? War auch nicht schnell jetzt, war aber trotzdem gut, fand ich. Ja, so mehr zum Erkunden als irgendwie. Ja, genau. Ach, guck mal, hier geht noch eine Schiene. Oh, die hat man gar nicht gesehen, dass sie da rauskam. Doch, den einen hier rechts habe ich gesehen, aber die anderen zwei nicht, ja. Tatsächlich. Ach, da kam noch eine Kugel. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, ist nicht so einfach bei dem Achterbahn-Typ, das alles davon zu sehen. Ja. Und hier fliegen auch noch Menschen durch die Gegend. Ja, normal. Ach, hier sind noch Spinnen. Ah, okay. Oh, Mann. Ich hab gar nicht aufgepasst. Ach, schön hier, ey. Und dann so in den Tunnel rein, finde ich klasse. Richtig gut gemacht. Gut, dass wir nochmal rüberfliegen. Es ist einiges zum Entdecken gewesen, was ich eben nicht gesehen habe. Ja, ist so. Richtig klasse. Klasse Fahrt. Klasse Bahn. Richtig schön. Ich muss sagen,
Das könnte sogar der beste Pack von ihm sein bis jetzt. Ist alles top, ne? Finde ich echt gut, ja. Also ich finde bisher alle eigentlich ganz gut. Also wenn ich, ja klar, aber wenn ich dann alle vergleichen würde, würde ich glaube ich erst den hier nehmen. Ja, ich weiß halt nicht, wann er den hier angefangen hat zu bauen, ob das irgendwann später kam, nachdem er angefangen hat, die ganzen Parks zu bauen. Weil wir hatten auch mal eine Packtour gehabt, da hat er, glaube ich, die hat er, glaube ich, so als erstes gebaut. Und da hat man schon gesehen, das war halt das Coole, ne? Der hat uns den Pack geschickt und der war halt nicht so optimal. Er war gut, aber nicht jetzt optimal, wie jetzt im Vergleich diesem Pack hier. Aber dann kamen immer nach und nach immer mehrere. Und dann hast du die Fortschritte gesehen von ihm. Und das war ja mega, ne? Wo der ein Park war besser wie der andere. Ja. Soll ich die Reise hier auf dem Kanal folgen? Ja, vom Sonic. Darf ich auch mal wieder reden? Ja. Och, Mann. Was? Was war das los? Hä? Hast du ein Mikrofonproblem? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube auch. Nein, cool. Hier war gerade ein Großeinsatz mit Feuerwehr, deswegen. Die sind gerade hier dran vorbeigefahren. Ja, und? Deswegen habe ich mich stumm gemacht. Ach so. Ah. Ja. Psychola. Bin mal gespannt, ob dieses Teil hier bei Blanco 2 immer noch ist. Aber wenn dann als DLC. Ja, ja. Gut, man kann es ja dann abändern, theoretisch. Da ist ja dann kein Gehirn drin, sondern keine Ahnung. Man kann es einen Beachball reinmachen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin mal gespannt, wie viel ob überhaupt noch irgendwelche von diesen sehr stark thematisierten Attraktionen da sind. Stimmt. Man kann das ja dann alles abändern. Finde ich halt sehr geil. Ja. Flug der Fledermäuse. Das war ja auch so unser Wunsch, ne, dass man halt neutrale Bahn hat. Hm. Ich habe das Gefühl, fast jeder Wunsch, den wir geäußert haben, ist wahr geworden. Ist wahr geworden, ne? Quasi. Ja, irgendwie schon. Flug der Fledermäuse. Unsere nächste Achterbahn. Und eine von unseren Lieblingsachterbahnen in echt. Angenehm. Ja, sehr angenehm. Plattform 13 oder auch Big Loop. Das sind so die Achterbahn-Typen, Stahlachterbahn. Ich habe das jetzt im Park jetzt schon mal gesagt, aber ich kann es gerne wiederholen. Ich finde die Farbe cool. Ja, ja. Ist mir auch direkt aufgefallen, ja. Sprung mal vor. Oh, da kommt noch einiges auf uns zu. Ah ne, die sind wir schon gefahren da hinten, ja. Die sind schon alle gefahren. Ich zeig die so, als ob die irgendeiner meinen Finger gesehen hat. Da hinten die. Das war ein seltener Ausblick in einen anderen Bereich. Ja. Sonst hier immer alles super geschlossen gebaut. Stimmt, ja. Oh. Ui, Augen. Ui. Augen. Guten Tag. Na. Ja, das ist dieser Trigger, weil ich auf Nacht gemacht habe wahrscheinlich. Na, das kann's auch. Oh, da kam ein Gespenst hoch. Habt ihr den gesehen? Ja. Mhm. Ich glaube, wenn der Trigger auf Nacht steht, dann... Schaltet der automatisch andersrum ein, ne? Dann spult der halt so lange Zeit vor, bis du bei der Zeit ankommst. Wenn du schon bei Nacht bist, dann spult er über Tag bis zur Nacht. Ach so. Glaub ich. Okay. Hier hinter dieser Tunnel und hier sind die Augen. Sind die vom Spiel? Nee, sind Toolkits. Ich musste auf jeden Fall keine runterladen, dann hatte ich die schon gehabt wahrscheinlich. Kann sein. Diese Augen sehen einfach 1:1 aus wie eine richtig alte Yu-Gi-Oh! Karte. Oh, stimmt, ich kann mich erinnern. Ja, du weißt welche. Guck mal hier, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber richtig nischig. Ja, geh doch mal runter, hä? Was? Das ist nur voll das Easter Egg gewesen. Wo? Oh. Alles gut. Mit dem hast du ihn. Okay, habe ich übersehen. Aber das ist der Ausgang dazu. Ich eigentlich. Oder ist das nicht der Ausgang? Geradeaus durch ist der Ausgang. Ja, das ist der Ausgang. Den wollte ich da noch runtergehen. Ich auch cool mit den Säulen irgendwie. Mhm. Finde ich auch.
Richtig schön. Schöner Park, echt. Gefällt mir richtig gut. Ja. Ich finde das auch schön, dass das alles so in eigene Bereiche aufgeteilt ist. Und ich habe zuerst gedacht, tatsächlich, als ich hier diesen Korkenzieher gesehen habe, ja, dachte ich zuerst, das wäre ein Inverted Coaster, genau. Habe ich zuerst gedacht. Tatsächlich. Aber ich wurde des Besseren belehrt. Ja, dann sind wir hier schon fertig. Zwei Achterbahnen. Ja, tatsächlich. Kein Flat Ride. Doch, doch, da war ein links dieses. Ah, ja, stimmt. Ja, du hast recht, du hast recht. Aber hier sind überall noch diese Türme im Hintergrund. Ja, muss ja, ja auch. So eingebettet, ne? So ein Burgmauern. Ja, das ist das, was ich eben meinte, ne? Diese ganzen Bereiche sind halt so gebaut, dass du bis zum Horizont nur den Bereich sehen kannst. Genau. Richtig gut gelungen. Echt. Ja. Dadurch wirkt das also noch viel größer. Ja. Schön, schön, schön. Wirklich sehr, sehr schön, Sonic. Toller Park. Mhm. Gut. Achso, können wir eigentlich mal hier so gucken ein bisschen, ne? Also hier sind auch Bäume genug. Definitiv. Oh, das ist das erste Mal, dass ich Boden gesehen habe. Gut, man muss ja auch bedenken, man muss ja immer in der Besucherperspektive hier durchlaufen, ne? Und im Endeffekt hat er alles richtig gemacht. Ja, es fällt absolut nichts auf. Also. Nee, absolut nicht. Deswegen verstehe ich auch die Kritik nicht, warum. Vielleicht gab es ja den einen oder anderen, der ein bisschen Kritik da losgeworden ist, aber wenn man das in der Besucherperspektive beobachtet, dann fehlt das dem Park nichts. Ist genau ist richtig gemacht. Eigentlich ist das die einzige wirklich wichtige Perspektive. Ja. Deswegen ist alles in Ordnung. Schon super. Und jetzt kommen wir hier rein. Pirate Coast. Let's go. Kleiner Eingangsbereich. Und willkommen. Stand da gerade ein Lautsprecher auf dem Weg? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ja. Oh ja. War ja auch ein paar Schönheitsfehler, gell? Ach ja. Oh, schöne Toilette, ne? Mit dem Schiff. Mhm. Schön. Ein schönes Detail. Ja. Ich finde es ein bisschen wie Besucher, aber die sind bestimmt alle in Chinatown. Weil ich da alles aufgemacht habe und hier hinten nicht. Ich würde nur ein bisschen brauchen, bis hier ankommen. Wobei, das ist ja gar nicht Sandwich? Aufgebaut. Nee, Sandwo. Sandwich. Also piratenmäßig. Nee, ich habe keinen Hunger. Zum Ausguck. Dann fahren wir doch mal. Ach, das ist ein Kitty Coaster. Das habe ich gar nicht gesehen. Na, dann kriegen wir bestimmt gleich hier eine professionelle Einschätzung. Ja, so wie bei dem ersten Kitty Coaster. Mhm. Dazu habe ich eigentlich fast gar nichts gesagt, außer das. Ja, genau. Aber ist ja gut, wenn du nichts sagst. Da hast du nichts zu meckern gehabt, oder? Ja, so sieht's aus. Also zweiter Kitty Coaster hier in der Parktour und der Mitaro kann dazu gleich was sagen. Ja, war eine sehr schöne, angenehme Fahrt, ja, extra für Kinder. Ich würde es so einschätzen zwischen, ja, ich würde sagen 5 bis eventuell 10, ja. Natürlich auch, natürlich in Bekleidung natürlich, ne, aber von der Fahrt her nicht so aufregend, ne. Und ja, TÜV bestanden. Körpergröße? Ja, also in Bekleidung dann so, ne? Ja. So ein Meter. Ja, Meter. Okay. Passt doch. Klingt doch gut. Ne, denke ich auch. Ja. Da freuen sich die Kids. Nee, war ja wirklich viele S-Kurven, ne? Aber an sich solide Fahrt, ne? Einmal rum das Ganze. Oh, riesen Q-Line, ey, für die Attraktion. Oh, wie schön. Oh, wir sind Planet Coaster. Das ist eine der wichtigsten Attraktionen von allen. Ja,
Also das ist, das Ding ist echt fast in jedem Park zu sehen, ne? Egal ob Piraten oder was anderes. Oder was hast du jetzt gemeint? Ja, ich meine einfach, dass es ein super beliebtes Fahrgeschäft ist. Ach so. Gucken wir mal. Auf jeden Fall hier die Achterbahn, ne? Bevor wir uns die nicht von oben nochmal angeguckt haben, geht dann einmal hier so rum. Oh, da hat er sich ein schönes Fleckchen dafür ausgesucht. Hm, passt genau da rein. Finde ich auch. So, dann haben wir hier noch was. Ah, okay. Schön, schön, schön. Alles sehr schön gemacht hier. Von Chinatown bis Horror Valley und Wild West. Den habe ich ja gar nicht gesehen, den, die Steinstatue da. Das stimmt allerdings, ne? Habe ich auch nicht gesehen. Das ist ein Ofen. Nee. Das sieht gut aus. Ja, absolut. So eine Fidschi-Statue oder wie die heißen, ne? Ja. Ja, wie heißen die denn noch? Auf dieser Osterinsel, weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Gibt's bei Super Mario auf dem Game Boy, gibt's auch dieses eine Level, da sind die auch. Erinnert mich immer da dran, ne? Erinnert mich immer an Super Mario. Dieses eine Level mit diesen Steinköpfen. Ja. Ich komme aber jetzt nicht drauf, wie die heißen. Typhoon! Ich weiß nicht, ob es unsere letzte Achterbahn sein wird, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Weil dann hätte ich doch schon gern die Achterbahn als letztes gefahren. Und dann gibt es nochmal hier eine Krake. Ja. So eine schöne Attraktion. Die macht wirklich Spaß. Dieses Fahrgeschäft. Müsst ihr mal. Wenn man nicht 5 Minuten lang wartet, bis es losgeht. Losgeht? Ach so. Ja, jetzt habe ich es geschnackelt. Ja, ah, da hinten ist noch eine Achterbahn. Ah, dann nehmen wir die zuerst, komm. Piraten in Tonada. Eingang. Okay. Erwartet uns, Dark Ride? Erwartet uns das doch noch hier? Überall Bambus, überall Zickzack. Ja, die Warteschlange kann man auf jeden Fall nicht überspringen. Nee, kann man nicht überspringen, das stimmt. Daro, bist du noch da? Ich bin noch da. Ah, okay. Ich dachte, die Feuerwehr wäre wieder vorbeigefahren oder so. Nö, nö. Ey, guck mal, hier sind sogar Gäste. Und ja, irgendwie die kommen die nicht raus. Weg. Kein Weg. Habt ihr halt Pech. Was soll's sein? Altbekannter Bug. Oh. Oh, es könnte. Es könnte, ja, es könnte, es könnte. Ich mach mal hier dunkel. Mal schon mal einen kleinen Blick da rein. Gucken wir mal, ob wir auch hier. Und dann setzen wir uns mal da in der Mitte. In der Mitte. Ah, schön Dark Ride. Ich mag's jetzt schon. Dann auch noch im Piratenbereich. Was willst du mehr? Ja, absolut. Direkt volle Punktzahl, würde ich sagen, ne? 10 von 10. 12 von 10. Ah, guck doch mal, ist auch richtig schön hier. Haben wir gleich wieder was zu gucken. Mhm. Oh, schön, ich mag das, ne? Ich finde das so. Ich habe ganze Stadt hier nochmal. Ja, ich hab mich noch nie an so einem Dark Ride rangetan und ich bewundere es immer sehr von anderen. Ob es jetzt hier Sonic ist oder Chrissy oder jetzt zuletzt vom Benutzername. Alter Schwede, ey, das sind alles Dark Rides gewesen bisher. Ja. Evelyn's Dark Ride bin ich auch jetzt demnächst gespannt. Der letzte war ja auch schon klasse. Ich bin da ganz genau wie dir, ich habe mich auch noch nicht getraut einzubauen. Ja. Faszinierend bin ich echt, das ist... Richtig gut. Guck mal, da gehst du an einer Attraktion, läufst am Eingang vorbei und verpasst einfach so eine ganze Stadt. Mhm, genau. Ui.
Jetzt los. So, mal ein bisschen düster. Oh, ganz schön lang, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Schiff, das sieht man jetzt leider nicht. Aber wir gehen gleich nochmal durch. Mal jetzt im Detail anschauen. Ja. Das Schiff konnte man jetzt tatsächlich vom Boot aus jetzt hier nicht sehen, aber ist nicht schlimm. Cool, cool, schön. Ah, hier auch die mit dem Totenkopf oben nochmal. Ja, danke. Ein schönes Detail, ja. Absolut. Ich glaube, ich muss hier. Ich bin mir aber nicht sicher. So was. Ne, Station nicht blockieren, ist richtig. Alles gut. Alles gut. Dann schauen wir mal. Fahren wir dem Boot mal hinterher schnell. Hier sitzen sie und warten auf Rettung. Ja, die Szenen sind alle ein Stückchen tiefer als die Bahn selber, ne? Genau, ja. Ja, vielleicht muss man auch eine andere Perspektive fahren auf dem Boot. Kann sein. Wie man jetzt hier das Verlies, da sind ein paar Piraten drin. Ich sehe jetzt schon so viel mehr, als ich eben gesehen habe. Wahnsinn, ne? Ja. Geht dann einmal tatsächlich hier rum. Ich habe auch die Band da gerade gar nicht gesehen eben. Band? Ey, tatsächlich. Diese vollkommen hinten in der Mitte steht. Ja, ja. Ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Hast du recht. Ach, guck mal, hier das Haus links hat man noch eine Hinterseite, ne? Ich glaube, das ist einfach nur Copy. Von dem hier. Ja gut, wahrscheinlich, ja. Oder auch nicht. Nee, doch nicht. Oder da vorne vielleicht eins. Ist ja auch egal. Ist ja alles legitim. Darf man ja machen. Ich hab kein Problem mit mehr Details. Ach, guck mal hier, was hier los ist. Deswegen hier Blitz und Donner. Ach krass. Einfach komplett verpasst. Siehst du halt auch nicht. Ja, schade. Sind die Steine vielleicht ein bisschen hoch? Oder wir sind in der falschen Perspektive gefahren? Müssen wir gleich mal warten, bis das nächste Boot kommt. Da kommt das nächste Boot. So, dann blitzt es. Ja gut, wir haben auch schnurstracks nach vorne geguckt, ne? Klar, dass man das nicht sieht. Ja gut, das stimmt auch. Ja. Hier brennt hier alles und die Kraken und der Krake macht das Schiff kaputt. Coole Szene. Schade. Schade, da muss man wirklich irgendwie in eine andere Perspektive vielleicht fahren. Und dann haben wir hier halt nochmal mehr zu sehen, ne? Ach, das Schiff meintest du eben, okay. Ja, genau. Ich habe eben nur die Masten gesehen. Ja, deswegen bin ich ja davon ausgegangen, dass das ein Schiff ist. Das ist auch ja selbst gebaut. Ja, selbst gebaut, das stimmt. Was haben wir da hinten? Den Notausgang. Den Notausgang, genau. Im Falle eines Brandes bitte einmal durch diesen Wasserbecken durchschwimmen und da ist dann der Notausgang. So ungefähr. Musst schwimmen können, wenn du die Bahn fährst. Nee, toll. Oh. Ja, wir kommen da durch. Ja, wir kommen da durch. Oh, hiyo. Ja, da hinten ist wahrscheinlich ein Weg, der nicht verbunden ist. Oder doch? Hä? Ja, das macht Ben Kuster gerne mal. Ja. Lost Egal. Chip. Was könnte das bloß sein? Ach, schwierig. Sehr schwierig, oder? Das ist Achterbahn. Vor allem viele in dem Bereich. Wie gesagt, gerade hat der Schaukelchef, kann das sein. Ja, ja. Alle, allesamt. Ich mach mal wieder das hier aus. Und dann fahren wir doch direkt mal mit hier. Da geht die Tür auf. Oh, ne, okay, da ist ein Trigger drin. Ah, jetzt sieht man wieder nichts, ne? Ja. Ist dann wieder was los hier. Brennendes Schiff. Hauptsache die Kanonen funktionieren noch.
raus. Ui. Das ist cool. Das war das Monster, was das Schiff kaputt gemacht hat. Aber das war es leider schon. Kleiner. Nein. So, reicht doch. Ist okay. Das ist super. Ja, schön, schön, schön. Das ist schon cool. Könnte ich mir so auch in irgendeinem Park vorstellen, dass es da irgendwo steht. Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Und das alles hier dann drinnen, ne? Dem kleinen Berg. Keine Insel ist zufällig da. Kleine Insel, ja. Schön, schön. Schön gemacht. Kurze Fahrt, aber trotzdem schön. Passt doch. Ja, finde ich auch. Ausgang, da waren wir schon. Das ist The Lost Ship. Da ist dein Schaukelschiff. Da ist das Schaukelschiff. Wie heißt das? Ausgang. Der fliegende Holländer. Da bin ich schon fast froh, dass wir nicht direkt am Wasser sind. Da ist bei dem Krakenmonster da. Ja, stimmt. Ist ja richtig was los hier, ne? Mm. Aber in allen Bereichen ist immer irgendwas, gell? Ich sehe, bei diesem Schiff sehe ich irgendwie, wie der Metaukler einen Spielplatz draus macht. Ja, ja, ja. Einfach sie. Ist wohl wahr, ist wohl wahr. Hä? Ach komm, von Chinatown konnte man sogar in den Piratenbereich. No way. Das haben wir irgendwie übersehen. Lol. Guck mal. Ich hab doch gesagt, das ist doch dieses Schild, was leer ist. Wir hätten uns erstmal die Richtung umdrehen müssen. Aber was mir gerade hier auffällt, ist, hier ist ein Weg. Huh. Schön. Pavillon, ist doch schön. Guck mal, haben wir gar nicht gesehen. Haben wir gar nicht mitgenommen. Guck mal hier. Oh, wie schön. Wie cool ist das denn? Das ist echt gut gemacht. Tja, haben wir doch nochmal was gesehen. Was ist hier das? Achso, das ist diese Löwe. Ja, ich dachte, das ist eine riesige Paprika. Riesen Paprika. Mutantenpaprika. Ei, super. Ja, das ist natürlich doof. Ja, ich dachte... Naja, da haben wir noch eine Bahn da drüben, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das habe ich jetzt nicht gewusst, tatsächlich. Aber gut. Ja, müssen wir nachher mal von oben schauen, ob wir wirklich alles haben. Ja, ich bin guter Dinge, wir haben alles. Ich denke eigentlich auch. Habt ihr den Brunnen gerade eben gesehen? Ja. Nein. Warum haben wir den nicht gesehen? Wo sind wir denn? Hä? Also ich habe ihn auch nicht gesehen. Oh cool. Gefällt mir. Hier den ganzen Bereich habe ich noch gar nicht gesehen. Sind wir voll an dem... Also wir waren ja hier bei dem Kraken. Wie haben wir das denn gemacht? Ja, dann bist du einfach so schnurstracks dran dann vorbei. Dann bin ich einfach hier dran vorbei, gell? Achso, nee, dann sind wir hier rein. Dann sind wir hier rein. Und dann sind wir hier hinten irgendwo raus. Da. Deswegen haben wir nicht gesehen. Hahaha. Von wegen habe ich gesehen. Ja, habe ich gesehen. Dick gar nicht. Sagt der nur. Natürlich haben wir den gesehen. Bei Metaro sieht Dinge. Ich guck mir das Video ja eh nochmal an, also von daher. Hm. Ich sehe, wie blind du bist. Das stimmt. Ich bin wirklich blind. Deswegen, deswegen seid ihr ja dabei. Ja gut, ich glaube nicht, dass ich dabei weiterhelfen kann. Da kann die Tafel nicht mal lesen, weil ich... Ja, sehr gut.
Aber sieht auch schnuckelig aus hier. Warte nix. Ich konnte es auch nicht lesen. Ja, schön. Ja. Das ist der Eingang zum Kraken und dann ist der das zum Taifun. Taifun? So heißt das Ding doch. So heißt oder? Das Ding. Ach so heißt der. Ich sag gerade schon den Typen, meinst du? Taifun-Achterbahn-Typen. So. Ach so, ey. Fico. Fico. Ah, der ist so gut. Der ist so gut, der Typ. Ich mag den. Ja, es ist ein Flying Coaster. Hurra. Das ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, die Auswahl der Achterbahnen hier. Ja, zwei Kiddie-Coaster gibt's. Dennoch, aber jo, alles vollkommen okay. Auch so eine große Bahn eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Könnte ich dir jetzt so nicht sagen. Kenne die nur aus YouTube und Amerika. Weiß nicht, ob das Layout lang sein muss oder kurz. Ich glaube, mein einziger Vergleich dazu ist das Fly. Ja. Wobei Fly auch schon wieder. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Anders ist, ne? Es kommt zumindest am nächsten Rand, was meine Erfahrung angeht. Ich fand das jetzt von der Länge her eigentlich ganz cool. Ja, war gut. Vollkommen ausgereicht, finde ich. Ja. Aber wenn super, man hinten sitzt, sieht man nichts, ne? Super. Ja, siehst du nichts, wenn du hinten sitzt. Gut. Ja, das ist echt mein größtes Problem mit diesem Achterbahn-Typ, ne? Dass du einfach die ganze Zeit nach unten guckst. Ja, eben. Ich meine, hier im Spiel ist es nicht so wild. Aber da ist diese Drehung dann in den Tunnel rein. Na, guck mal. Ja, ich bin heute echt blind, ne? Ich habe das bei der Q-Line gar nicht gesehen, oder ist das der Ausgang? Nee, das ist die Q-Line. Alter, das habe ich gar nicht gesehen, Mann. Echt nicht. Ich bin hier lang, hoch. Ja, wie denn auch? Ich bin so hoch. Und dann ist mir das nicht aufgefallen. Ja, hallo? Nee, dafür kann ich nichts. Ja. Man kann sich alles schön reden. Ja, klar kann man sich das alles schön reden. So, dein täglich Brot. Ja, das sowieso. Das rede ich mir alles schön. Nee, schön. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Und hier ist dann das Ding. Ja. Haben wir gesehen. Wie groß ist das eigentlich von außen? Ja, schon ordentlich. Was haben wir denn da? Aber merkt es halt überhaupt nicht, ne? Plug-Mod. Was? Plug-Mod. Plug-Mod. Ist das Ding mit einer Mod gebaut? Verstehe ich jetzt nicht. Ich bin überfragt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir alles gesehen haben, oder? Weiß nicht. Oder war irgendwas komisch? Nee. Plug-Mod. Nee. Stand aber jetzt auch nicht bei Steam irgendwas drin, natürlich, ne? Ansonsten, wenn wir eine Mod vergessen haben oder so, dann hättest du das vielleicht in die Steam-Beschreibung mit reinbringen müssen. Dann hätten wir die Mod natürlich auch runtergeladen, aber deswegen weiß ich jetzt trotzdem nicht, ob alles funktioniert hat oder nicht. Also das hat sich zumindest richtig angefühlt. Ja, fand ich jetzt auch. Also das ist dann hier so der Piratenbereich. Ist doch schön. Ja. Die Idee ist auch cool, hier mit dem Strand so ein bisschen darzustellen, ne, dass es so ein Bereich ist. Eine Insel. Vielleicht meint er das in der Beschreibung mit den Bäumen, dass hier da außenrum halt nichts ist. Aber ja, im Park selber aus nicht. Ja, eben, genau. Aus der Besucherperspektive hast du kein bisschen davon gesehen. Ja, alles was du siehst, also, ist richtig gebaut. Das ist das Wichtigste. Ja. Das war dann Horror Valley. Witze. Krass, nämlich haben wir die Bereiche viel größer vor, als wir drin standen. Ich wollte es gerade sagen. Das war dann Wilder Westen. Auch sehr schön geworden. Mhm. Und schönen Blick drauf. Ja, der Wilder Westen ist schon sehr gut geworden. Ja, und Chinatown. Also ich fand jetzt alle Bereiche wirklich top.
Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Tolle Ideen tatsächlich. Und jeder Bereich passt einfach. Passt einfach. Wirklich toll. Wirklich toll gemacht. Es passt wirklich alles zusammen. Und, ja, ist ein sehr schöner Park. Ja. Ich freue mich schon auf die nächste Parkbewerbung von dir. Und, oder ja, warte mal 2 Wochen, dann kommt die. Wir natürlich. Ja. Und 2 Wochen. Ich weiß nicht, ob du noch ein Projekt hast oder du wartest jetzt, bis Blanco 2 kommt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, immer wieder gern gesehen, ne? Bei unserem Discord. Immer wieder rein damit. Und, ja, das stimmt. Ja, ich bedanke mich bei euch als Zuschauer natürlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat dieser Pack gefallen. Wenn nicht, wie immer, gerne ein Like dalassen, ein Abo natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und gerne auch bei Discord reinkommen. Da könnt ihr dann auch mit uns quatschen oder mit unseren, mit unserer Community, wenn ihr Fragen habt etc. pp. Dann werdet ihr dort bestimmt auch geholfen. Und ja, in diesem Sinne sage ich schönen Sonntag noch und auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von uns.